Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des House of Blessing Freikirche Telfs. Wir wollen dich mit der folgenden Botschaft segnen und würden uns freuen, wenn du uns als Abonnent auf unserem YouTube-Kanal erhalten bleibst oder auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite hineinklickst. Vielen Dank. Gottes reichen Segen. Heute ein ganz spezielles Thema bringen, das jetzt gerade so wichtig ist und ebenfalls in den Zeugnissen schon vorgekommen ist. Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, das Geheimnis darüber, wie Gott Gebete erhört. Wir wollen uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie man betet. Es gibt beim Gebet, sage ich gleich dazu, nicht richtig und nicht falsch. Aber ich kann euch nur sagen, was Gott mir persönlich aufs Herz gelegt hat, wie es am besten funktioniert. Wie aus meiner Erfahrung heraus viele Gebetserhörungen erfahren durfte. Und dieses möchte ich mit euch teilen heute, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Das Gebet ist so wichtig und deswegen lass uns darüber nochmal ein bisschen tiefer gehen. Herr, ich leg dir jetzt die Predigt hin. Ich leg dir alles hin, was wir heute besprechen, was wir heute bringen, dass es von dir kommt und nicht von mir, in Jesu mächtigen Namen. Sprich du durch mich in Jesu Namen. Amen. Und das Wichtigste, die Basis, die steht schon in der Unterüberschrift drinnen. Nämlich, dass es um die innere Haltung geht. Beim Gebet geht es um die innere Haltung. Es geht um die innere Haltung, wie bete ich. Das heißt, dass wir, wenn wir beten und sagen, wir wollen, dass unsere Gebete erhört werden, dann muss ich innehalten, bevor ich anfange. Ich soll das Gebet ja nicht sprechen in Wut oder in Verzweiflung oder. Lass uns das Gebet sprechen im vollsten Vertrauen darauf, dass der Herr was tut. Diese Haltung sollten wir einnehmen. Und es gibt eine wunderbare Bibelstelle, eine meiner Lieblingsbibelstellen, die in Sprüche 15 drin steht, wie das Ganze funktioniert. Nämlich steht da Sprüche 15, 28. Der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet. Der Gottlose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. Der Herr ist den Gottlosen fern, aber er erhört die Gebete der Gerechten. Aha. Wenn wir also Gebete erhört haben wollen, müssen wir vor Gott gerecht sein. Und wir sollen vor allem auf unsere Worte achten. Also ich verstehe absolut, dass wir Menschen, weil wir Menschen sind, ab und zu vielleicht nicht so gut gelaunt sind. Vielleicht manchmal, wie wir gehört haben, Wut in uns haben, Traurigkeit in uns haben. Wir dürfen selbstverständlich auch mit diesen Gefühlen und in diesem Zustand zu Gott kommen. Aber wir sollen auf unsere Worte achten. Wir dürfen Wut in uns haben, aber dürfen die Wut nicht ausschreien. Weil wenn wir gehorsam sind und sagen, in jedem Zustand zu ihm kommen, lass uns auf die innere Haltung achten, wie wir beten, in welchem Zustand, in welcher inneren Haltung wir beginnen zu beten. Und dann steht da eben, er erhört die Gebete der Gerechten. Das ist erst einmal kompliziert. Weil wer ist gerecht vor Gott? Wer ist der Gerechte? Wer ist das? Und das ist schon eine Bewertung. Und wir Menschen sind super im Bewerten von Menschen, oder? Wir sind super und sagen, der ist gut und der ist schlecht. Und es kann wechseln ständig. Es kann sein, dass ich jetzt gerade in der Situation bin, wo ich denke, der Heinz hat das gut gemacht. Und übermorgen kann ich mir schon wieder denken, na, wir sind so schnell im Bewerten. Wir Menschen. Aber Gott sagt da, die Gerechten sind diejenigen, von denen ich die Gebete erhöre.
Und das Wunderschöne ist, dass Gott es so einfach gemacht hat. Keine Bewertung, so bist du gut, so bist du schlecht, sondern er sagt, gerecht bist du. Und da kommen wir zu dieser inneren Haltung zurück, im Römer 10,10 steht. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Aha. Also, wenn ich Gebete erhört werden haben möchte, dann muss ich gerecht sein. Und gerecht bin ich. Anleitung Bibel, Römer 10,10. Wenn ich mit dem Herzen glaube. Und mit dem Herzen glauben. Das heißt nicht mit dem Kopf. Ich glaube Gott, sondern mit dem Herz. Das ist das, was ich meine mit innerer Haltung. Das Herz muss glauben. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Herz rein ist. Ich muss dafür sorgen, dass in meinem Herz keine Wut ist, dass in meinem Herz nicht etwas ist, was nicht von Gott kommt. Weil das Herz die Entscheidung ist, ob ich für gerecht bin, ob mein Gott Gebete erhört. Es hängt an meiner inneren Herzenshaltung und es hängt an meinem Glauben. Also, wer von euch alle fährt Auto? Wer fährt Auto? Hände hoch. Wer fährt Auto? Fast alle. Fast alle. Okay. Was ist das Herz des Autos? Der Motor. Gell? Da gibt es Menschen, die kaufen sich spezielle Motoren, gell? Damit das Herz gut funktioniert und vor allem laut ist. Dass es jeder hört bumpern, wenn er unterwegs auf der Straße ist. Aber am Ende, du kannst nichts machen. Wenn du deinen Service beim Auto nicht machst regelmäßig, dann wird das Herz irgendwann leiden. Und wenn du untertourig oder übertourig fährst, so wird es der Vorarlberger sagen, dann leidet der Motor, oder nicht? Das heißt, es geht darum, wie fahre ich mit dem Auto? Wie behandle ich diesen Motor? Wie behandle ich dieses Auto? Wie behandle ich das Herz? Also pass auf, wie du unterwegs bist. Genau richtig solltest du unterwegs sein. Nicht übertourig und untertourig, sondern genau so, dass es dem Motor gut tut. Wann hast du das letzte Mal einen Service bei deinem Herz gemacht? Und hast schon mal hinschauen lassen? Lass dein Herz, mach dein Herz auf und lass es von Jesus selbst reparieren. Seine Werkstatt hat 24 Stunden offen. Du brauchst nicht einmal einen Termin machen. Du brauchst nicht darum warten, dass er was macht. So wie beim Winterreifen wechseln. Ich weiß nicht, ich lasse es machen, weil ich kann es nicht. Und da muss ich ja, wenn ich jetzt anrufe, dann kriege ich einen Termin in 4 Wochen. Nein, Jesus ist jetzt da. Jederzeit, wenn du sagst, ich bin bereit, mein Herz reinigen zu lassen. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl nehmen, schau dir diese Predigtserie Abendmahl an. Nimm das Abendmahl und reinige dein Herz selbst mit dem Blut von Jesus Christus. Nimm diese, mach einen Service mit dem Herz. Denn wenn du mit dem Herzen glaubst, dann wird man, dann ist man für gerecht erklärt worden und man wird gerettet, wenn man den Glauben noch bekennt. Aber die Basis, um Gebete erhört zu bekommen, ist, mit dem Herzen zu glauben. Und gerettet bist du, wenn du es bekennst. Nicht vor 100.000 Menschen, steht nicht in der Bibel, sondern vor dem Herrn bekennst. Also Basis für erhörte Gebete, Basis. Ist ja nichts passiert, einfach mal die Basis. Glaube mit dem Herzen. Okay, also das ist das Fundament, das wir alle haben. Das ist das Fundament, das wir alle haben. Und jetzt kommen noch ein paar zwei Sidesteps, bevor wir in das Thema tiefer reingehen. 2 Sidesteps auf der Seite, ganz kurz ein Exkurs. Was ich denn mit Glaube auch noch habe, wenn ich diesen Glauben von Herzen habe, dann kriege ich aufgrund des Glaubens, so steht es in Römer 5,1, aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir auch, das ist so das on top, Basis ist der Glaube, aber on top den Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Also wenn du denkst, ich kann gar nicht zum Service für mein Herz gehen, weil ich habe so viel Schlechtes gemacht. Dann wissen wir, dass wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir auch Frieden mit Gott. Also wenn du an Gott glaubst, wenn du an Jesus glaubst, hast du auch den Frieden und kannst jederzeit hingehen und diesen Service für dein Herz machen lassen. Und ich sage es nur einmal. Es gibt sicher viele Menschen hier, die schrauben an ihren Autos selber. Weil sie es können. Aber bei Gott bitte nicht. Du verlierst sämtliche Garantieansprüche, wenn du an deinem Herz selber rumschraubst. Gib dieses Auto in die Werkstatt Gottes ab und lass ihn machen. Und er wird da am Ende keine Rechnung stellen. Das ist ja das Wunderbare. Er wird sagen, komm wieder. Ich bin jederzeit da. Wir haben genug Werkstattboxen, genug Mitarbeiter, die dran arbeiten. Du kannst jederzeit wiederkommen. Er stellt dir keine Rechnung. Muss man auch dazu sagen. Also den Frieden kriegen wir noch on top dazu, wenn wir die Basis, nämlich den Glauben an Jesus Christus, diesen Glauben mit dem Herz erfüllen. Und noch was. Wir sind das House of Blessing, liebe Leute. Das Haus des Segens. Also, denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind, oder in den anderen Bibelübersetzungen, den Gerechten. Du segnest alle Gerechten. Also, wenn du an Gott glaubst, wenn du mit dem Herzen glaubst, dann machst du die Tür auf für deinen Segen. Also, wenn du Segen empfangen willst beim House of Blessing der Gemeinde Gottes, nicht der Gemeinde von Simon und Sarah, sondern Gemeinde Gottes, dann brauchst du auch diese Basis mit dem Herzen glauben. Dann segnet Gott Menschen, die gerecht sind. Deine Gnade umgibt sie und schützt sie wie ein Schild. Aha! Noch einmal was on top dazukommt. Nicht nur das Auto retour und die Herzen gereinigt, sondern Frieden haben wir gehört. Der Segen ist mit uns und er schützt uns wie ein Schild. Wir haben heute so viel von Schutz gesprochen. Es braucht den Glauben als Basis, damit wir Frieden, Segen und Schutz haben. Wer nicht glaubt, ist nicht beschützt. Ich sag's ganz klar. Wer nicht glaubt, ist nicht beschützt von Gott. Da bin ich diesen Pfeilen, die auf mich reinprasseln, einfach ausgeliefert. Da muss ich ganz klar werden. Und wenn du heute hier bist, ich kenne auch alle, also gehe ich davon aus, es trifft niemand, aber trotzdem, ich frage dich trotzdem, bist du schon unter diesen Gerechten, die glauben? Die an Jesus glauben, die nicht sagen, gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, natürlich glaube ich an Gott. Ich gehe nur nicht in die Kirchen. Ich sage, muss ja nicht. Aber kennst du Jesus Christus? Dann sagt er zu mir, das ist der gestorben ist, gell, da am Kreuz. Und ich sage, ja, genau der. Aber der sagt mir nicht viel. Wir brauchen Jesus Christus. Im Herzen glauben bedeutet nicht einfach zu sagen, da gibt es etwas, das über uns ist, im Universum irgendwo. Sondern wir müssen wissen, wer Gott ist, der uns schützt, der uns Frieden schenkt, der uns segnet und unseren Jesus Christus geschickt hat zur Vergebung unserer Sünden. Doch nun hat Gott im Römer 3,21 ebenfalls eine wunderbare Stelle. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Da steht es nochmal ganz klar, wenn wir gerecht werden wollen vor Gott, damit er unsere Gebete erhört, dann müssen wir dem Weg folgen, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. An dem führt kein Weg vorbei. Dadurch können alle ohne Unterschied, da steht auch Jude oder Nicht-Jude,
Österreicher oder Nicht-Österreicher, schwarz oder weiß, Mann oder Frau, gerettet werden. Es steht so klar in dieser Schrift, wie es gar nicht klarer sein kann. Ohne Glaube an Jesus Christus sind wir nicht gerecht. Und das ist die Basis, dass jemand das Gebet erhört werden. Das heißt, wenn Menschen beten, die nicht von Jesus wissen, dann kann das schon passieren, dass man vielleicht zu Gott schreit und einfach nichts passiert. Weil die Basis fehlt. Es fehlt einfach die Basis. Deswegen müssen wir daran arbeiten. Und da kommt mein evangelistisches Herz. Wir müssen daran arbeiten, dass viele von Jesus hören, damit sie an Jesus glauben und damit ihre Gebete erhört werden. Lass uns da zweite Teil noch schnell lesen. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also es geht um alle. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Nicht einfach so, weil wir einfach, er macht es ohne unser Zutun. Nicht weil wir bessere Menschen sind, haben wir diese Basis. Sondern weil Gott uns durch seine Gnade für gerecht erklärt. Es ist sein Geschenk an uns. Es ist ein Geschenk durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist die Basis. Und jetzt bin ich erst am Anfang und sollte schon fertig sein. Das ist die Basis. Ohne Basis geht es nicht weiter. Und jetzt wollen wir ein Stück weitergehen. Was müssen wir denn tun? Wenn wir diese Basis haben, und ich gehe mal sehr stark davon aus, dass jeder, der da sitzt, wahrscheinlich diese Basis hat. Wenn du das Gefühl hast, die Basis ist nicht so da, dann geh zu Jesus Christus, lass dich unterstützen von jemandem von uns und lass uns die Basis aufbauen, das Fundament. Wenn du eine Mauer baust, ich bin kein Handwerker, aber wenn ich eine Mauer baue und ich fange mittendrin an, ja, oder ich lasse einfach bestimmte Steine in der Mauer raus, die werden nicht stabil sein. Ein Haus bauen ohne Fundament, ja, das schauen wir an bei unserem Wind und so, was wir halt so in Tirol haben. Also Fundament brauchen wir, dann können wir weiterbauen mit dem Gebet. Und dann gibt es ein paar Tipps, die uns die Bibel gibt, wo sagt, wenn du das tust und so betest, dann erhört Gott die Gebete noch besser. Und eines davon ist etwas, was wir heute am Anfang schon gemacht haben und wo der David, die Sarah uns da geholfen haben im Lobpreis. Nämlich, da gibt es nämlich diese berühmte Stelle, was heißt, welche Gebete erhört Gott? Johannes 4, 23 bis 24. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da. Also es ist Zeit, jetzt. In der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wenn du betest, dann vergiss nie die Anbetung. Ein Gebet, so sehe ich das, gell? Nicht der Theologe X, sondern ich sehe das so, dass das Gebet ist ein ausgesprochener Lobpreis, ein gesprochenes Lied an Gott, ein gesprochener Worship. Ein Gebet ist eine gesprochene Anbetung zu Gott. Und deswegen müssen wir in Geist und in Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Er ist auf der Suche nach Beter, die ihn in Wahrheit und im Geiste anbeten. Also ein Gebet ohne Heiligen Geist, das geht nicht. Entschuldigung, dass ich so klar sage. Aber ich sehe da ganz eindeutig, da ist in Wahrheit und im Geist. Ich darf also, ohne Heiligen Geist einzuladen im Gebet, es wird nicht so viel passieren. Sage ich jetzt mal. Die Basis ist, dass er die Gebete erhört, der Glaube. Aber wenn ich es in Wahrheit und im Geiste mache, der Vater sucht nach diesen Menschen. Also sei du derjenige, der sagt, yes, Lord, ich bin jetzt da. Schick mir den Heiligen Geist, dann geht's besser. Dann flutscht das Gebet. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Gebet ist ein gesprochener Lobpreis.
Also vergiss nie, bevor du was bittest, ihn zu loben und zu preisen. In Worten, du musst keine schöne Stimme haben. Du musst nicht die Tonlage treffen, sondern du sprichst so, wie Gott dir die Stimme gegeben hat. Herr, ich lobe und ich preise dich. Ich danke dir. Und so weiter. Lass das nicht aus. Und wenn du noch so wenig Zeit hast, nimm dir die Zeit, ihn zu loben und zu preisen. Und in Wahrheit, bitte nicht in einer Haltung, da sind wir wieder in der Herzenshaltung, nicht in einer Haltung, ich bete jetzt einfach für meinen Bruder da, den ich eigentlich gar nicht mag. So falsch, das wollen wir ja nicht. Gell? Ich weiß, alles, was ich sage, ist auch etwas, das mich immer wieder bewegt. Gell? Es funktioniert auch bei mir nicht immer gut. Aber es ist wichtig, dass wir diese Punkte uns einfach immer wieder vor Augen führen. Und dann gibt es noch einen Tipp. Welche Gebete erhört Gott? Kolosser 4,2. Betet beharrlich und wacht dabei mit Dankbarkeit und Danksagung, wörtlich übersetzt, was hier steht. Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Wörtlich übersetzt aus dem ist, betet beharrlich und wacht dabei mit Dankbarkeit und Danksagung. Es darf kein Gebet geben, das keine Dankbarkeit hat. Wenn ich daran glaube, dass Gott etwas macht in meinem Leben, dass Gott das Gebet erhört, dann kann ich ja schon danken, dass er es gemacht hat. Sonst habe ich den Glauben nicht, dann fällt wieder die Basis hin. Also bitte lasst uns kein Gebet enden, bevor wir nicht gedankt haben. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn man daran denkt, ist, lasst uns zuerst loben und preisen. Na, stopp, zurück, nochmal einen Schritt. Innere Herzenshaltung achten. Dann der Punkt, ich lobe und preise den Herrn, ich gehe in Anbetung. Und dann danke ich erstmal und dann geht es weiter. Und das würde ich uns allen wünschen, dass wir so beten. Und jetzt gibt es noch einmal so einen Schlüssel. Ich habe noch einmal zwei Schlüssel habe ich noch. Zwei Schlüssel für erhörte Gebete. Ein Schlüssel habe ich noch. Der steht in Johannes 14. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet. Es hat einen Grund, warum ich immer dazu sage, in Jesu mächtigen Namen. Weil es biblisch ist. Weil wenn wir im Namen von Jesus bitten, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, ich werde es tun. Der Herr kann nicht sein Versprechen, das er hier gegeben hat, brechen. Das tut er nicht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es ist gerade eine ganz schlimme Situation. Und du bist der einzige Mensch, der da hingeschickt wird, um zu beten. Es geht nicht immer darum, dass du laut betest, damit es alle hören. Aber du kannst ja innerlich im Herzen beten und nimmst diese Schritte wie eine Schablone und machst es. Vergiss nicht, in seinem Namen zu beten. Weil wenn du in einer schwierigen Situation betest, ich sage das ganz offen, ich glaube an die geistliche Welt. Ich glaube daran, dass es eine geistliche Welt gibt. Und wenn Geschwister versammelt sind, dann sind da auch andere, die es nicht so gut meinen mit uns. Und wenn ich bete und sage, ich als Simon Pfister, nicht einmal 1,60 groß, dann wird diese Macht, die vielleicht im Hintergrund ist, sagen, was, wer bist denn du? Wer bist denn du, dass du so beten kannst? Ich bin nicht stark. Im geistlichen Welt sowieso nicht. Aber Jesus Christus ist sowieso schon der Sieger. Vergesst es nicht, wir beten mit dem Sieger. Wir sind auf der Siegerseite und können voller Kraft und voller Autorität beten. Aber nur im Namen von Jesus Christus, dem Sieger und Schöpfer der Welt. Also vergesst es nie. Wenn ihr betet, nehmt es bitte. Bittet es bitte im Namen von Jesus Christus. Ganz, ganz wichtig. Lasst uns das tun. Und der letzte Schlüssel, und damit schließe ich dann schon, das ist der schwierigste Schlüssel.
weil er mir auch so schwer fällt. Denn, wenn ich bete, wir haben gesagt, die Basis ist ein reines Herz. Ich projiziere es einmal und erkläre es dann. Doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Sodala. Da sind wir jetzt, warum vielleicht manche Gebete nicht so direkt erhört werden. Manchmal ist es nicht Gottes Plan. Deswegen passiert nichts. Aber manchmal liegt es auch an uns selbst, weil wir noch Unvergebenheit da drin in uns haben. Wir müssen es schaffen, allen zu vergeben, gegen denen wir einen Groll hegen, bevor wir für einen Menschen beten. Deswegen ist es so wichtig, darauf zu achten, wer betet für wen. Deswegen ist es auch so wichtig, sich immer wieder zu fragen, bevor ich für jemanden bete, habe ich noch irgendwas, was unvergeben ist und muss ich zuerst selber mal zum Herrn gehen, bevor ich für andere bete, dass er mir das vergibt. Es ist kein Problem, ich kann das machen. Der Herr vergibt sofort und unmittelbar. Aber es gibt Situationen, da ist Vergebung, um Vergebung zu fragen, nicht immer so leicht. Oder jemanden zu vergeben. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe eine Situation gehabt in den letzten 2 Wochen, wo ich mir gedacht habe, muss das sein? Der war so böse zu mir. Wirklich. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe eine Wut dieser Person gegenüber im Herzen drin. Und ich will ja für andere Menschen am Sonntag beten. Stellvertretend für viele in dieser Gemeinde stehe ich da und soll beten. Und ich weiß genau, da ist noch was Unvergebenes. Genau aus diesem Grund beten wir, sage ich immer, seid aufgewärmt. Kommt bitte aufgewärmt in den Gottesdienst. Kommt aufgewärmt. Habt schon zu Hause gebetet? Oder auf dem Weg daher? Weil genau das, bevor ich diese Gemeinde, diesen Ort des Segens betrete, will ich ein reines Herz haben und die vergeben und allen vergeben haben, die uns begegnen. Das ist manchmal nicht leicht, aber nur so können unsere Gebete tatsächlich erhört werden. Deswegen lass uns nochmal hinschauen auf die Basis. Ist unser Herz wirklich frei? Und haben wir allen vergeben, die uns beschäftigen im Moment? Lass uns das wirklich immer wieder tun. Deswegen, bitte, ich lade euch ein, wenn es euch nicht gelingt, zu Hause euch aufzuwärmen und zu beten, bevor ihr herkommt. Es gibt die Möglichkeit, eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst gehen wir in den Kinderraum und beten. Wir, die halt da sind. Die, die wollen. Keiner muss. Weil wir glauben, wir müssen auch kurz davor unsere Herzen nochmal reinigen und alles Gott bringen, damit die Gebete, die wir hier sprechen, wenn wir den Gottesdienst eröffnen, damit sie erhört werden. Es ist etwas, das wir tagtäglich tun müssen. Stündlich vielleicht auch. Und ich möchte noch einmal zusammenfassen. Damit Gott diese Gebete erhört, die wir sprechen. Gott erhört Gebete, die von Menschen ausgesprochen werden, die mit dem Herzen glauben, also gerecht sind. Es geht um unser Herz, um unsere innere Herzenshaltung. Die von Menschen ausgesprochen werden, die in wahrer Anbetungshaltung. Anbetung heißt, nochmal erklärt, ich bete jemanden an und mach mich kleiner. Er ist größer als ich. Ich gehe in die demütige Gebetshaltung. Und bin in dieser Anbetungshaltung, gesprochener Lobpreis. In Dankbarkeit und in Beharrlichkeit. Also dranbleiben.
Nicht dann, wenn es einmal ausgesprochen ist, aufhören zu beten. Lasst uns, ich habe das einmal gepredigt vor ein paar Wochen, erst oder vor 2 Monaten oder so, wo es um diese Geschichte gegangen ist, wo es geheißen hat, du weißt nicht, in welchem geistlichen Kampf, wenn du jetzt betest, du hast aufgehört zu beten und du weißt nicht, in welchem geistlichen Kampf sich die Person gerade befindet, für die du gebetet hast. Wenn du aufhörst zu beten, könnte das gerade den Ausschlag geben, dass es sich noch länger hinzieht, bis die Gebete beantwortet werden. In Dankbarkeit und in Beharrlichkeit. Und vor allem in Jesu Namen ausgesprochen werden. Und in Haltung der Vergebung ausgesprochen werden. Das sind diese Schlüssel, die ich persönlich herausgefunden habe in der Bibel, die das Gebet fördern. Dass das Gebet erhört wird, dass es uns leichter fällt zu beten, dass es auch effektiv wird. Ich möchte auch bitte nicht sagen, dass das die ganze Wahrheit ist. Aber es ist die Art und Weise, wie ich persönlich im Gebet vorangehe. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir mindestens 2-mal in der Woche ein Gebet haben. Weil wir das üben müssen. Weil wir es machen müssen. Wir können sitzen und warten und sagen, ich will, dass wir gemeinsam üben, wie wir zu Gott beten. Nicht, weil man es richtig oder falsch machen kann, sondern weil wir alle voneinander lernen dürfen. Wie es vielleicht noch besser funktioniert. Und es geht nicht darum, der eine kann schöner sprechen, der andere weniger gut oder so. Und das geht's nicht. Es geht nicht um die Worte. Ihr habt es schon mitbekommen, dass es nicht um die gesprochenen Worte geht. Es steht in keinster Weise jetzt da in diesen Bibelstellen, was man beten darf und was nicht. Es steht nicht drin, was ich denn jetzt beten soll. Es ist immer die Frage, wie bete ich? Also wir müssen an dem Wie müssen wir tagtäglich arbeiten. Und wir sollen bitte eines nicht, und damit schließe ich jetzt die Predigt, eines bitte nicht vergessen. Bitte macht keine Doktorarbeit draus. Bitte macht keine Doktorarbeit draus. Wenn sich jetzt jemand nicht mehr traut zu beten, weil er schauen muss, habe ich die 4 Punkte alle drin gehabt, dann sind wir am falschen Dampfer. Bitte, weiterhin beten und lass den Heiligen Geist, lad ihn ein, dass er dir immer wieder in Erinnerung ruft, was denn da noch so alles wichtig ist. Aber bleib beharrlich im Gebet, vergiss es nie. Und lieber ein Gebet mehr sprechen und schauen, was in der geistlichen Welt alles passiert, als wie darauf verzichten und sagen, ich weiß nicht genau, passt das jetzt, mach's einfach. Du weißt nie, was in der geistlichen Welt noch alles passieren kann, nur durch dein Gebet. Ich weiß, wir Menschen, wir sind so, dass wir gerne alles sehen und hören würden, was passieren täte, wenn ich jetzt beten würde. Aber Gott sagt uns nicht alles. Gott macht es im Hintergrund. Aber manchmal, und deswegen haben wir Zeugnisse hier vorne, Zeugnisse haben wir nicht hier vorne, weil wir tolle Menschen sind, sondern weil Gott uns manchmal offenbart, was passiert durch Gebete. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was passiert, wenn wir beten, wo wir es nicht wissen. Lass uns dranbleiben. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam dran üben dürfen, in den Gebeten, wie Gott es will. Und es ist ein Training von jedem Tag. Aber hör nicht auf zu beten. Entwickel dein Gebetsleben, bitte. Bitte. Verändere mit Gott Schritt für Schritt dein Gebetsleben. Es geht nicht darum, jetzt sofort alles anders zu machen. Du kannst dann natürlich diese Folie hernehmen und sagen, jetzt schaue ich mir das mal an und jetzt versuche ich das immer wieder zu machen. Aber es geht darum, Schritt für Schritt sein Gebetsleben zu verändern. Und wenn dein Gebetsleben gerade auf Null ist, weil du keine Zeit hast zu beten, dann würde ich dir empfehlen, einfach die Intensität bzw. die Häufigkeit ein bisschen nach oben zu schrauben. Fang einmal an, öfter zu beten und dann geht das andere auch leichter. Und ich weiß, wie es ist, wenn man 2 Jobs hat, 2 Kinder, eine Gemeinde und überhaupt und sowieso,
Man hat nie Zeit, wenn man sich's nicht einplant. Plant euch Gebetszeit mit Gott ein, denn es ist ein gesprochener Lobpreis. Ein Gebet ist ein gesprochener Lobpreis und du solltest immer, jeden Tag zumindest ein paar Minuten haben, um Gott zu loben und zu preisen. Und wenn du nicht gut singst, dann betest halt. Danke, Herr, ich lobe und preise dich, erhebe dich, Herr. Ich danke dir für diese Botschaft, ich danke dir für die Predigt, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Schritt für Schritt das Gebetsleben veränderst, Herr. Dass wir beten können, so wie es du haben möchtest. Dass du uns Schritt für Schritt uns vorangehst und zeigst, wo wir uns verbessern können und verändern können. In Jesu mächtigen Namen rufe ich Veränderung in unser Gebetsleben, Stärkung für unser Gebetsleben. An Frieden, wenn wir beten und einfach Zeit dafür, dass du uns Möglichkeiten und Zeiten aufmachst, wo wir beten können, in Jesu mächtigen Namen. Amen.